Willkommen zurück auf der ProLight & Sound 2022. Wir sind wieder für euch hier auf dem Messegelände in Frankfurt und schauen uns an, was uns die verschiedenen Firmen an Messeneuheiten mitgebracht haben und können auch endlich wieder mit den Leuten im echten Leben interagieren. Als erstes schauen wir uns bei Emma Lighting auf dem Stand an, was die Jungs und Mädels uns Neues mitgebracht haben und begeben uns dafür jetzt in Halle 12. Ja, herzlich willkommen bei uns auf dem MA-Stand bei der ProLight 2022. Ich möchte euch gerne zeigen, was wir in der Grandma 3 Software Version 1.7 so Neues haben. Und dazu gucken wir einfach mal ins Pult rein, würde ich sagen. Was wir als allererstes gemacht haben, ist so ein bisschen am Preset und Recipe Workflow gearbeitet. Wir wollen Presets schneller erstellen, wir wollen Werte schneller in diese Presets bekommen. Das heißt, ich kann meine MA-Tricks nun direkt in das Preset mit reinspeichern. Wir nehmen zum Beispiel unsere Lampen hierher und setzen die auf eine Farbe. Und ich kann meine MA-Tricks benutzen, so als Live-Editor, als Live-Wizard für alles, was ich jetzt im Programmer mache im Prinzip. Ich kann also ein Delay setzen, 0 bis 1 Sekunde, und speichere mir das als Farbpreset ab. Und in diesem Farbpreset sind diese MA-Tricks nun enthalten. Das hilft uns natürlich auch, wenn wir über Phaser sprechen, denn Phaser ist nichts anderes als ein Preset mit mehreren Steps. Und da kann ich auch die MA-Tricks benutzen, um dann letztendlich meinen Phaser zu beeinflussen. Das heißt, ich nehme meine Spots und wir starten einen Phaser, der läuft. Und natürlich kann ich jetzt meine MA-Tricks nehmen, um da meine Gruppierung, meine Wings, meine Phasenwerte einzustellen und das dann live zu editieren. Für Busking natürlich relativ cool. Ich kann meine Presets nehmen, das einfach und sicher über diese MA-Tricks dann editieren. Und es wird auch in meinen Cues referenziert. So, also das zu dem Preset-Workflow, ein bisschen Phaser. Wenn wir über Phaser sprechen, dann haben wir auch einige Workflows angepasst im Sinne von, was machen wir, wenn wir Presets benutzen wollen, um unsere Phaser zu erstellen. Das heißt, ich nehme beispielsweise wieder meine Lampen und halte einfach die Step-Taste gedrückt. Und dadurch, dass ich die Step-Taste gedrückt halte, kann ich jetzt einfach meine Presets auswählen, rot, grün, blau, und erstelle mir dadurch ganz einfach meinen 3-Step-Color-Phaser. Das macht natürlich das Erstellen der Phaser einfacher. Ich kann jetzt wieder meine MA-Tricks nehmen, um das Ganze anzupassen, und habe dadurch einen schnellen und einfachen Workflow, mir diese Steps zu erstellen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns mit dem Thema XYZ auseinandergesetzt. XYZ ist programmiert, also neben Pan Tilt eine Möglichkeit, wie ich über Koordinaten, XYZ-Achse meine Lampen steuern kann und natürlich auch diverse Objekte auf meiner Bühne verfolgen kann. Wir sehen das hier beispielsweise. Wir haben hier eine Situation, wo jetzt diese Sängerin auf der Bühne einen Tracker bei sich trägt und die Lampen folgen dieser Sängerin über die Bühne. Egal, ob die Trust jetzt statisch ist oder sich auch die Trust bewegt oder rotiert, da gibt es diverse Möglichkeiten dann, dass wir mit den Beams immer diesen Trackern oder unseren Markern auf der Bühne folgen. Und das ist jetzt mit der 1.7 ja auch implementiert. Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns um einige Menüs gekümmert. Wir haben das Backup-Menü aufgeräumt, wir haben den Patch aufgeräumt im Sinne von, dass wir nur noch eine Fixture-Library zur Verfügung haben und da alle Fixtures drin zu finden sind, also einfach ein bisschen schlanker gestaltet. Und wir haben nebenher noch ein paar erste Implementierungen durchgeführt, beispielsweise der Preview-Funktion. Wir haben Auto-Create für Gruppen eingeführt, was sich in den nächsten Versionen dann noch erweitern wird durch neue Funktionalitäten. Also einfach so ein paar Sachen, wo wir die Leute mitnehmen wollen, wo wir euch mitnehmen wollen in unsere Entwicklungsarbeit und dass ihr seht, woran wir im Prinzip in den nächsten Wochen und Monaten dann auch arbeiten werden. DMX-Tester ist zum Beispiel eine Funktion, die jetzt reingekommen ist. Und so gibt es auch an einer oder anderen Stelle viele kleine Workflow-Themen, die jetzt gelöst, angefasst, angepasst wurden, wodurch das Arbeiten und Programmieren einfach schneller und einfacher wird. Also schaut in die Grandma 3 Version 1.7 rein. Ich denke, ein bis zwei Wochen nach der ProLight werden wir das Public Release haben und dann einfach auf die Seite gehen, wie immer, die Software runterladen und viel Spaß beim Programmieren haben.